Heute für euch 7 schockierende Experimente. Los geht's! Nummer 7. Was wir bisher nur aus Science-Fiction-Filmen kennen, wird von Zeit zu Zeit immer realer. Ein englischer Professor namens Kevin Warwick ist der offiziell erste Cyborg auf unserem Planeten. In seinem Körper sind mehrere Elektroden und Computerchips eingepflanzt. Mit diesen ist er dazu in der Lage, sich mit dem internen Internet seiner Universität zu verbinden. Und die Nummer 6. 1901 begann der Professor Duncan MacDougall eine Reihe von Experimenten durchzuführen, mit denen er beweisen wollte, dass die menschliche Seele tatsächlich existiert. Er nutzte für seine Versuche sterbende Patienten und maß deren Gewichtsunterschied vor und nach ihrem Tod. Er bemerkte einen Gewichtsverlust von 21 Gramm und nahm das als Beweis dafür, dass die Seele nach dem Tod den Körper verlässt. Seine Experimente gelten heutzutage jedoch als unwissenschaftlich. Und die Nummer 5. Paracelsus war ein Arzt aus dem 15. Jahrhundert, der den wissenschaftlichen Traum des sogenannten Homunculus wahr werden lassen wollte. Homunculus ist lateinisch und steht für Menschlein und bezeichnet die Idee eines kleinen, künstlich erschaffenen Menschen. Um dieses Ziel zu erreichen, pflanzte Paracelsus eine befruchtete menschliche Eizelle in die Gebärmutter eines Pferdes und reicherte das Ganze mit Menschenblut an. Natürlich scheiterten seine Experimente. Nummer 4. Wladimir Demikow operierte den Kopf eines jungen Welpen auf den Körper eines erwachsenen deutschen Schäferhundes. Tatsächlich waren beide Köpfe bei vollem Bewusstsein. Sie konnten sogar essen und trinken, aber überlebten dieses Experiment nicht lange. Nach ihrem Tod wurden sie ausgestopft. Man kann sich ihren Körper heute im Museum angucken. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 3. Robert E. Cornish ist einer dieser typischen verrückten Wissenschaftler. Während seiner Karriere versuchte er das Unmögliche möglich zu machen, indem er die Toten wieder zum Leben erwecken wollte. Was man halt so macht, wenn man einen Doktortitel hat. Er experimentierte zuerst mit Hunden und hatte tatsächlich bei 2 seiner Tiere Erfolg. Diese Hunde waren kurz zuvor eingeschläfert worden. Sie waren klinisch tot, deshalb bestand noch eine realistische Chance, sie wiederzubeleben. Er legte die Hunde auf eine Wippe, damit ihr Blut zirkuliert und injizierte ihnen gleichzeitig mehrere Stoffe, wie zum Beispiel Adrenalin. Nach seinen Erfolgen wollte er nun endlich seine Versuche auf das nächste Level bringen, indem er Menschen von den Toten auferstehen lassen wollte. Er fand einen Gefängnisinsassen, welcher bald hingerichtet werden sollte, und seinen Körper für dieses Experiment anbot. Der amerikanische Staat stellte sich allerdings dazwischen und erlaubte Robert nicht, seine Experimente weiterhin durchzuführen. Und die Nummer 2. In den frühen 70er Jahren experimentierte Robert White auf schockierende Art und Weise mit Affen. Er versuchte, die Köpfe zweier Affen zu transplantieren. Er operierte also die Köpfe von ihrem Körper und setzte sie den jeweils anderen Affen wieder auf. Die Affen überlebten nach der Transplantation ganze 2 Tage lang und waren sogar immer noch dazu in der Lage zu riechen, hören, sehen und zu schmecken. Nummer 1. Im August 1971 startete ein psychologisches Experiment. Professor Zimbardo suchte sich einige vermeintlich psychisch gesunde Menschen für sein Experiment zusammen. In einem nachgebauten Gefängnis sollte eine Hälfte der Teilnehmer die Wachen spielen, während die andere Hälfte die Insassen des Gefängnisses darstellten. Nach 6 Tagen wurde das Experiment abgebrochen, da die Menschen, die die Wärter spielten, anfingen, die Gefangenen ernsthaft zu verletzen. 2001 wurde dieses Experiment von Regisseur Oliver Hirschbiegel und Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle verfilmt. Jetzt kannst du dir noch 5 coole Experimente zum Ausprobieren anschauen. Die sind nicht ganz so schockierend wie die, die wir gerade gesehen haben. Dazu einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.